Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der gute Marco von Cormix Cult Cinema ist ja riesiger He-Man und die Masters of the Universe Fans, weswegen, als ich in meiner Story ein Bild von Masters Comics, was ich gerade am Lesen war, gepostet hatte, direkt darauf reagiert hatte mit so verliebt druckenden Augen oder beziehungsweise diesen Smiley, der die Herzen in den Augen hat, woraufhin wir so eine kleine Diskussion über Masters of the Universe geraten sind, weil das für mich ja die ganze Zeit ein Franchise gewesen ist, was ich gar nicht beachtet habe. Und jetzt, wo ich mir ein paar Sachen reingezogen habe oder besser gesagt die Comics von DC Comics, die aktuell erscheinen, bin ich so ein bisschen gehypt, aber Bock drauf, mehr reinzuziehen und gucke mir auch gerade aktuell parallel noch die 2002er Masters of the Universe Serie an, mit der ich so ein bisschen Startschwierigkeit hatte. Als ich dann aber so den Drive so richtig einordnen konnte, hat die Serie mir Spaß gemacht und wir haben darüber so ein bisschen hin und her diskutiert. Ein paar Tage später haben wir dann nochmal angefangen zu diskutieren, wo es um das Crossover in Justice vs. He-Man of the Masters of the Universe, He-Man of the Masters of the Universe, oh mein Gott, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall sind wir deswegen nochmal in die Diskussion geraten und irgendwie haben wir hin und her geschrieben und dann habe ich gefragt, pass auf, hast du nicht vielleicht irgendwas doppelt von den Masters? Dann können wir vielleicht ein kleines Tauschgeschäft machen. Und da meinte dann, pass auf, ich habe hier ein paar Sachen liegen, aber schick dir die einfach so zu. Und ich meinte, was krass, lass doch tauschen, ich schick dir gerne Comics zu. Und er meinte, nee, komm, ich schick dir die Comics einfach mal so zu. Vielleicht kannst du ja mein Video oder besser gesagt mein Kanal mal in einem deiner Videos erwähnen, natürlich mit einem zwinkernden Smiley dahinter. Und an der Stelle sei gesagt, guck doch mal beim guten Marco von Comics Cult Cinema vorbei. Pretty nice guy, muss ich sagen. Ich habe den guten Herrn mit Instagram und YouTube mal in der Beschreibung verlinkt und auf jeden Fall hat er mir dann dieses Paket zugeschickt und ich dachte, okay, vielleicht hat er da irgendwie so ein, zwei Comics reingepackt, war gespannt, was drin ist. Von einer Sache wusste ich, dass sie drin ist und mit der Sache fange ich dann jetzt erstmal an. Und zwar war das an der Stelle der erste Trade von der Übernahme von DC Comics, der He-Man of the Masters of the Universe. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gesagt? He-Man of the Masters of the Universe. Also ich habe dann oft zu viel drin, aber das ist egal. Auf jeden Fall war das mit drin und da hat er auch direkt gesagt, pass auf, das habe ich hier doppelt liegen. Er hat das irgendwie als US-Hefte, er hat den normalen Trade und den in dem Fall sogar zweimal bei sich liegen gehabt und meinte, pass auf, wenn du willst, kannst du den zuschicken, falls du den noch brauchst. Und da ich meinen nur ausgeliehen bekommen hatte vom guten Sis Martin, an der Stelle von an dich auch nochmal einen dicken Gruß raus und nochmal ein dickes, fettes Dankeschön, dass er mir erst überhaupt irgendwie die Masters näher gebracht hat, indem dass er mir einfach ein paar Comics ausgeliehen hatte. Und da das, wie gesagt, eben auf der Durchreise bei mir gewesen ist, ich habe es gelesen, haben jetzt wieder zurückgeschickt, habe ein Video in der Zwischenzeit dazu aufgenommen und da hat mich die ganze Zeit gestört, dass wenn ich mir das jetzt kaufe irgendwie, dass ich es ja schon gelesen habe und davon ist dann extrem cool, dass er mir jetzt an der Stelle für die Sammlung tatsächlich den ersten Band nochmal dazu beigesteuert hat und die anderen Bände werde ich mir dann jetzt auf der nächsten Comic-Messe definitiv holen. Weiß auch mittlerweile durch den guten Creighton und durch den guten Marco, dass das hier nur eine Miniserie gewesen ist. Ich dachte tatsächlich, dass das hier direkt die Ongoing ist, die damals Panini hier drin veröffentlicht hat, aber tatsächlich gab es erstmal diese sechsteilige Miniserie, bis dann die Ongoing als solche losgegangen ist und da freue ich mich gerade so und Ast ab, dass es dieses Comic bei mir in die Sammlung geschafft hat. Hab auch gesagt in meiner Review dazu, das war jetzt so ein Comic, das fand ich ganz cool, bei mir hat aber persönlich noch die richtige Masterstimmung gefehlt, die ich dann erst mit den ersten Aufeinandertreffen mit DC Comics bekommen habe, aber trotz dessen ist es halt ein Baustein innerhalb meiner Masters-Sammlung, die gerade noch ganz frisch angebrochen ist und ich freue mich tierisch über diesen Band und werde ihn wahrscheinlich sogar nochmal lesen, bis ich ihn dann in die Sammlung reinräume, dass er nicht einfach so sinnlos zu mir hingeschickt wurde, dass das ganze Ding dann noch einen Mehrwert hat. Ich ziehe mir wahrscheinlich einfach nochmal rein, mache vielleicht sogar noch eine zweite Review dazu, was vielleicht nochmal interessant sein könnte, weil ich habe ja mal in meiner Review dazu kritisiert gehabt, dass es für mich halt kein Wiedersehen mit den altbekannten Charakteren gewesen ist, als He-Man halt ohne Gedächtnis durch Eternia gestriffen ist und sich nicht mehr daran erinnern konnte, dass er jemals He-Man gewesen ist und Prince Adam und vielleicht funktioniert die Storyline jetzt besser, wo ich die ganzen Figuren ein bisschen besser kennengelernt habe. So viel zu dem Thema und den ersten Band und den guten Marco, der mir den Band zugeschickt hat. Und dazu, wie gesagt, habe ich dann ein, zwei Hefte erwartet, wo er meinte, dass er die noch doppelt hätte. Allerdings war der größte Hammer dann noch eine weitere Sache, die drin gelegen hat, wo ich mich wirklich so drüber freue. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er mir sowas da reinpackt. Also Marco, du bist wirklich verrückt, dass du mir sowas in den Karton reingepackt hast. Ich komme gar nicht drauf klar. Und zwar hat er mir reingepackt den Skeletor und den He-Man noch komplett original verpackt aus der Mattel-Serie. Und die wiederum kommen jeweils in so einem Oldschool-Design daher, die Figuren als solche nicht, sondern ich meine mit tatsächlich die Verpackung, die man sich dann so schön an die Wand hängen kann. Was ich an der Stelle auch tatsächlich machen werde, weil ich habe mich auch dazu entschieden, meine Star Wars Vintage-Figuren nicht auszupacken und das werde ich auch mit den Masters-Figuren so machen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so einigermaßen spiegelfrei erkennen, die Figuren. Ansonsten werde ich euch wahrscheinlich links oder rechts nochmal ein Bild einblenden, aber auch nur, wenn es jetzt hier zu sehr gespiegelt hat. Ansonsten werde ich jetzt kein Bild eingeblendet haben. Und das hier ist wiederum die Figur zur 2002er-Serie und daran wiederum ist das Lustige, dass ich mir gestern Abend auf Netflix nochmal diese Spielzeug-Doku reingezogen habe, in dem Fall die Folge zu He-Man, die ich zwar schon mal gesehen hatte, aber das halt zum Zeitpunkt, wo ich mit He-Man noch nicht so viel anfangen konnte und das wollte ich mir einfach nochmal reinziehen, weil ich jetzt mit He-Man warm geworden bin und dort wiederum habe ich auch diese Figur zur 2002er Serie gesehen und da das tatsächlich die Serie ist, die ich aktuell am gucken bin und ich die Figur auch recht schön gestaltet finde, war das tatsächlich so eine Überlegung, dass ich mir die jetzt demnächst zulegen werde, mache heute den Karton auf, irgendwie nachdem er mir gestern Abend geschrieben hat, dass er das Paket gestern erst zugeschickt hat,
und habe heute diese Figur da drin. Also ich habe mir echt einen tierischen Ast abgefreut und freue mir den auch immer noch ab. Das gleiche gilt für den Skeletor, wo ich an der Stelle aber nicht weiß, aus welcher Serie dieser Skeletor ist, weil der sieht tatsächlich nicht so aus wie der aus der 2002er Serie und auch nicht wie der zu der Oldschool-Serie. Sprich, das könnte da tatsächlich der zu den DC-Comics sein. Ich weiß auch nicht, wo das draufsteht. Für die Leute, die es interessiert, ist halt wahrscheinlich nochmal die Rückseite vom Blister. Und falls das hier wieder alles zu sehr gespiegelt haben sollte, werde ich euch zusätzlich nochmal ein Bild einblenden. Auf jeden Fall zwei extremst nice Figuren, die aufgrund dieses Oldschool-Blisters definitiv eingepackt bleiben. Und ich muss mal gucken, wo ich mir jetzt Platz für Figuren an der Wand schaffen werde. Ich habe überlegt, über die Tour jetzt so eine Reihe von den Vintage-Figuren eingepackt aufzuhängen. Und vielleicht hänge ich dabei daneben die beiden Masters und an der Stelle echt nochmal ein dickes, fettes Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also damit hätte ich ein Leben nicht gerechnet, dass mir sowas Krasses einfach mal so vorbeischickst. Des Weiteren noch dabei gewesen, eine etwas kleinere Figur, und zwar ein kleiner Pinguin. Das sieht aus wie so eine Matchbox-Figur. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma die ist. Nano Metallfix. Kenne ich tatsächlich nicht, die Figur. Werde ich mir aber vorne ins Auto kleben, glaube ich. Also aufs Armaturenbrett. Ich habe schon länger überlegt, mir da so eine kleine Figur hinzukleben, und ich glaube, der könnte es werden, wenn ich nicht auch eingepackt lasse und mit an die ganze Wand hänge, wo ich vorhabe, eingepackte Figuren aufzuhängen. Das zum Thema Figuren. Dann hat er noch ein paar Comics mit reingepackt, wo ich auch wirklich gespannt drauf bin, weil das sind in dem Fall die etwas überformatigen Comics, die Panini rausgebracht hat. Ich glaube, es müsste ca. 2002 gewesen sein. Vorne drauf steht 2003 tatsächlich. In dem Fall hat er mir geschickt die ersten 5 Hefte. Ich weiß nicht, ob danach die Serie zu Ende gewesen ist oder ob es da noch mehr Hefte gewesen ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für die Leute, die es wissen. Ich werde euch an der Stelle einfach mal die ganzen Cover in die Kamera reinhalten, weil erfahrungsgemäß ist es voll schwer, aus den aus den Anfang der 2000er Jahre die meisten Cover in guter Bildqualität zu finden, zumindest von deutschen Heften. Und an der Stelle finde ich auch übertrieben nice, dass die ganzen Aufkleber noch dran sind. Finde ich zwar so, wenn man sich das Cover anguckt, immer recht hässlich, dass da diese Aufkleber dran sind. Finde es aber ganz cool, wenn sowas noch komplett vollständig ist, und ich bin gespannt drauf. Von den Covern her erinnern die Comics extrem an die 2002er Serie. Allerdings habe ich schon mal reingeblickt, und von den Zeichnungen im Inneren sieht das gar nicht so aus wie die 2002er Serie. Da sieht das so eher aus wie die Comics, die dann tatsächlich eher an ein älteres Publikum gerichtet sind. Ich hoffe, wie immer, dass das an der Stelle nicht so sehr spiegelt, aber die Zeichnungen sehen extrem fett aus, und ich habe die Vermutung, dass das hier die Comics sind, die am Anfang der 2000er Jahre beim Image Verlag rausgekommen sind. Leider zu dem Zeitpunkt Panini noch nicht die US-Cover abgedruckt, sonst hätte ich euch das jetzt sagen können. Werde ich dann aber für meine Review dazu definitiv recherchieren. Und dann noch eine Sache, die ich auch gerade auf der Rückseite sehe. Anfang der 2000er Jahre hatte Panini nochmal versucht, Transformer-Comics rauszubringen. Ist leider gnadenlos gescheitert, deswegen es auch nach wie vor keine Transformer-Comics in Deutschland gibt. Finde ich extrem schade. Es gibt tatsächlich aktuell noch so ein Magazin, was aber auch, glaube ich, nur jedes halbe Jahr erscheint. Das letzte ist, glaube ich, im Dezember zum Bumblebee-Film erschienen. Und schade, dass sowas nicht mehr erscheint. Die Masters scheinen ja wieder ein bisschen besser zu laufen. Sogar besser als Injustice, wenn man das mal so vom Titel her betrachtet. Weil normalerweise nennt man ja auf so Bänden immer die Gruppe zuerst, die stärker ist oder bekannter ist als die andere. Und deswegen hieß in den USA das Event Injustice vs. He-Man of the Masters of the Universe. Ich habe schon wieder einen auf zu viel drin. Und in Deutschland hieß es genau umgekehrt. Bei uns dieses He-Man of the und die Masters of the Universe vs. Injustice. Sprich, dass He-Man anscheinend in Deutschland ein größeres Franchise ist als, wie heißt es nochmal, Injustice. Aber das mal so kurz am Rande erwähnt. Des Weiteren hat er aber noch ein Poster mit reingepackt, was nicht bei mir an der Wand landen wird tatsächlich. Ich habe so eine Tür hier, wo ich so ein paar Poster übereinander gehangen habe. Das sprengt aber so ein bisschen den Rahmen. Aber mal gucken, vielleicht werde ich das auch noch irgendwo untergebracht bekommen, falls ich die Tür nochmal umgestalte. Und ihr habt es ja schon gesehen, extrem fettes Paket. Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen, gerade für die Figuren. Also ich bin so überwältigt von den Figuren. Ich finde, die sehen so fett aus und sind auch beides Figuren, die ich mir so direkt im Laden gekauft hätte, wenn ich die da gesehen hätte. Und hatte das jetzt eigentlich für meinen Amsterdam-Urlaub vorgehabt, wo ich wahrscheinlich schon gerade bin, zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, weil ich gnadenlos in der Vorbereitung bin. Ich habe jetzt irgendwie schon für die nächsten 2 oder 3 Wochen Videos aufgenommen, und vielleicht bin ich auch schon wieder zurück aus dem Urlaub zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, aber das ist ein komplett anderes Thema. Checkt Marco seinen Kanal ab, also Comics Cool Cinema. Wie gesagt, ich habe ihn in der Beschreibung verlinkt. Guckt bei mir auf Instagram vorbei, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ballert doch mal in die Kommentare rein, ob ihr euch auch eine dieser Masters-Figuren gekauft habt, ob ihr vielleicht sogar eine dieser beiden Figuren habt und ob ihr die auspackt oder nicht. Und ob ihr wisst zufällig, ob das hier die Comics vom Image Verlag sind oder ob das dann tatsächlich doch die Comics sind, die zur TV-Serie erschienen sind, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil die Zeichnungen hier drin um einiges besser aussehen als die Zeichnungen aus der TV-Serie, und auch das Cover sieht ja sehr viel düsterer aus, als der Look der Serie gewesen ist. Aber wie gesagt, klärt mich gerne in den Kommentaren auf, und das war's meinerseits. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!